auch und gerade in die Wirtschaft hinein zu einer echten Bündnispartei wachsen zu lassen, um dadurch im wahrsten Sinne des Wortes neue Perspektiven zu öffnen. Mit einer Politik, die alles andere als bescheiden ist. Es geht dir, Annalena, um nichts weniger. Um nichts weniger als die Eindämmung der alles bedrohenden Klimakrise. Eine Mammutaufgabe, die dein ganzes politisches Wirken prägt. Es geht dir um den Einsatz gegen die zutiefst beschämende soziale Spaltung in unserem doch so reichen Land und ist gerade auch dein Erfolg mit der Kindergrundsicherung einen wichtigen Beitrag für mehr Gerechtigkeit durchgesetzt zu haben. Es geht dir um die so dringend notwendige Anstrengung für Frieden, für Demokratie, für Freiheit in einer von Krieg und Krisen zerrütteten Welt. Und genau dafür bist du jetzt Außenministerin. Kurzum, es geht dir um den radikalen Einsatz für die Menschenwürde, die Würde eines jeden und einer jeden allein, weil er oder sie und alle dazwischen Mensch sind. Annalena steht für eine Politik, die sich den globalen Herausforderungen stellt. Sie packt an und duckt sich nicht weg. Sie sagt, was sie denkt und geht nicht den einfacheren Weg. Zitat: Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Zitat: Dein unbedingter Wille, visionär für radikal pragmatische Veränderungen zu mobilisieren, hat unsere Partei, die Partei der realistischen TräumerInnen, der utopischen MacherInnen, zu einem echten Machtzentrum für zukunftsfähige Politik gemacht. Zusammen mit Robert, mit dem gesamten Bundesvorstand der Herzkammer und mit der Bundesgeschäftsstelle, dem Maschinenraum grüner Politik, habt ihr ein nie dagewesenes Wachstum an neuen, begeisterten Mitgliedern erreicht. Ihr habt viele Menschen für uns gewonnen, Menschen, die den Wandel wollen, die dafür brennen, die notwendigen Schritte living life in peace zu gehen. Und es ist auch dein Verdienst, liebe Annalena, dass wir nun mit der historisch größten, weiblichsten, jüngsten, junggebliebensten, vielfältigsten Fraktion im Deutschen Bundestag vertreten sind. Mit 118 Menschen, die in streitbarer Gemeinsamkeit, Zitat, we are family, alles, aber auch wirklich alles dafür tun, kräftiger und konstruktiver Antrieb zu sein für die ambitionierte und so überlebensnotwendige sozial-ökologische Transformation. Auch wenn wir als grüne Familie noch deutlich mehr gewollt haben, so warst du es, liebe Annalena, als unsere erste grüne Kanzlerkandidatin, die gemeinsam mit einem starken Team, mit uns allen, das historisch beste Wahlergebnis für unsere Partei erreicht hat. Und damit hast du auch den Weg geebnet, dass das Kanzlerinnenamt eines Tages gänzlich und strahlend ergrünt.